ganz hinten, da steht verstaubt. Ein Staubsauger ganz ausgelaugt. Einst wurde noch öfter zum Saugen gebeten. Er war in den Dienst des Vertreters getreten. Jetzt lehn ich dort an der Wand und fühle mich ganz ausgelaugt und leer. Das Interesse verstaubt, ich höre ne Geräusche. Ich wollte immer viel mehr in den Sie hören Staub sterben. 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 Mein Gott, ich muss mich zusammenreißen. Mach doch auf, du blödes Arschloch! Etwas Ablenkung könnte nicht schaden. Man stirbt nicht gern allein. Einen wunderschönen guten Tag. Eine Frage habe ich. Saugen Sie noch oder saugen Sie schon? Was ich meine ist, besitzen Sie bereits ein Gerät, das ganzen Staubarmeen keine Chance lässt, Sie kalt stellt, mit unglaublich pneumatischer Hyperwoofer-Saugersaugkraft in der Luft vierteilt, wie am Spieß grillt und jede einzelnen Killermilbe die Augen ausreißt. Ich betrinke mich mit Wodka. Das ist wunderbar! Das ist wunderbar! Auch Wodka, auch Flaschen setzen Staub an, womit wir schon beim Thema wären. So kommen Sie rein. Ah, Sie haben eine wirklich schöne Wohnung, wenn da bloß nicht der viele Staub wäre. Wollen Sie sich hinsetzen? Ja. Sie können natürlich auch stehen bleiben, wenn Sie wollen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin Vertreter, Staubsauger-Vertreter. Ja, darf sein Tässchen sein, die Dame. Wie bitte? Verzeihen Sie, der Herr. Ja. Der Schnaps, der Wodka, Sie verstehen. Ich bin Promoter, müssen Sie wissen. Ja? Wie man heute so sagt. Ah. Seit 25 Jahren Kaffee-Promoter. Kaffee? Wir sind quasi Kollegen. da kann ich wohl schlecht Nein sagen. Es wäre unfreundlich. Richtig. Ja, geradezu eine Frechheit. Absolut. Vielleicht sogar ein Grund, mich auf der Stelle hinauszuschmeißen. Nun, vielleicht auch das möglicherweise. Ja. Möchten Sie ein? Nun, in diesem Falle so lasse ich Sie also wissen, dass ich nach reichlicher Überlegung aus ganzem Herzen eine Tasse Ihres Zweifels ohne wunderbaren Kaffees wünsche. Schleimer. Nein, danke. Milch und Zucker reichen vollkommen. Oder wir vergessen den Kaffee, diesen ekelhaften Scheißkaffee. Ah. Oh, ich hasse. Ich hasse ihn. Oh. Ich würde sagen, wir vergessen ihn. Oh. Sie nehmen einen Drink, einen Wodka. Oh. Wollen Sie einen? Nun, ich will ihn nicht. Ich kann Ihre Einladung, aber sehen Sie, Sie müssen doch gewissermaßen Verständnis für meine Sache. Ich befinde mich, Sie müssen wissen, es kommt ja alles heraus. Während der Arbeit habe ich gefälligst nicht zu trinken. Keinen Schluck. Ja, das ist auch besser für Sie. Ja, ja. Glauben Sie mir. Ich hätte Ihnen ohnehin nichts abgegeben. Ach, danke, danke. Das ist auch gar nicht nötig. Mal was anderes. Interessieren Sie sich für Wissenschaften? Nun,
Ich interessiere mich ein Scheißdreck. Sehen Sie, die Wissenschaftler in unserem Forschungslabor haben herausgefunden, es war eine Sensation in der Fachwelt und ging wie ein Lauffeuer durch alle seriösen Staubforschungspublikationen. Sie haben herausgefunden, dass auf jeder bisher bekannten Staubschicht eine weitere dem menschlichen Auge verborgene zweite Staubschicht liegt. Um genau zu sein, auf jedem einzelnen Staubkorn. Unglaublich. Ja! Sie müssen sich wahrhaftig jedes noch so winzige Staubkorn in Ihrer Wohnung als ein unglaublich verstaubtes Staubkorn vorstellen. Nicht in Ihren schlimmsten Albträumen hätten unsere Forscher sich solch eine grauenerregende Entdeckung vorstellen können. Sie jedenfalls gehören durch eine glückliche Fügung des Schicksals. Denn wahrhaftig, ich hatte schon das nächste Haus im Visier, da Sie Ihren Arsch nicht herbewegten. Also ich muss doch schon sehr bitten. Ja, gerne. Sie gehören zu den Ersten, die nun aus dieser furchtbaren Entdeckung einen praktischen Nutzen ziehen und endlich staubfrei leben können. Denn im Gegensatz zu allen anderen Staubsaugermodellen, die, wie Sie vielleicht schon ahnen, an dieser zweiten Staubschicht regelmäßig scheitern, sich die Zähne ausbeißen, sie lediglich aufwirbeln, bietet Ihnen unser Vacuum Primitive staubfreie Sauberkeit im ganzen Haus. Wir bieten Ihnen dieses absolut revolutionäre Top-Markenprodukt zu einem unschlagbar fairen, billigen Preis für, halten Sie sich fest, 6.666 Euro inklusive eines vierteiligen Düsensets und zweier Ersatz-Staubsaugerbeutel. Sie werden wirklich der allergrößte Versager und Volltrottel, den ich je in meiner langen Vertreterlaufbahn getroffen habe, wenn Sie sich solch eine Chance einfach so durch die Lappen gehen ließen. Moment mal jetzt. Heißt das, herkömmliche Staubsauger saugen gar keinen Staub? So ist es, Sie kleiner Trunkenbold. Herkömmliche Sauger, wenn man die so nennen darf, saugen lediglich die erste Staubschicht unter der zweiten weg und lassen diese unbehelligt liegen. Das ist doch unverantwortlich. Das ist ein Skandal. Wie viele Menschen sterben nicht jedes Jahr in einer Staubvergiftung? 10.000. 100.000! Oh nein, es sind 2,5 Millionen allein in Deutschland! Was, Herr Stark, sagen Sie denn dazu? So kann man das natürlich auch sehen. Die Firma Primitive Vacuum Productions wäre nicht die Firma Primitive Vacuum Productions, wenn wir, ja, Sie hören richtig, Sie träumen nicht hier, ich schlange Ihnen eine! Verzeihung, anders glaubt es uns ja doch kein Mensch. Wenn das nicht erst der Anfang wäre und das Beste, das Allerbeste nicht erst noch käme. Denn Sie, als einer der ersten 5000 Käufer, bekommen gleich die einmalige Chance, ein zweites identisches Exemplar hinzuzukaufen. Bedenken Sie, dass der Zahn der Zeit vor nichts halt macht, dass selbst unser Vacuum Primitive, Experten sprechen von 50 bis 500 Jahren, den Geist aufgibt. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten dann keinen weiteren Vacuum Primitive griffbereit, wo doch vielleicht in 50 Jahren die Produktion des Vacuum Primitives wird eingestellt worden sein. Falle, eine allgemeine Produktionseinstellung eines Rückfalls in die Steinzeit wegen Erdbeben, Naturkatastrophen, ein Bürgerkrieg, was ist nicht alles möglich? Und Sie, dann ohne Sauger, Ihr saudummes Gesicht will ich sehen, kurzum, oh ja, ich liebe es, das Beste für den Schluss aufzuheben, erst dann mit dem Hammer zu kommen, wenn kein normaler Mensch es mehr für möglich hält. Diesen zweiten Vacuum Primitive bekommen Sie im Paket mit dem ersten Feind. Entschuldigen Sie, ich muss lachen. Für einen geradezu lächerlichen Preis von 13.129 Euro. Sie sparen gegenüber Einzelkauf unvorstellbare 3 Euro und bekommen noch ein Vacuum Primitive Wackeldackel gratis obendrauf. Was, Herr Stark? Und ich bitte Sie, antworten Sie mir nicht schon wieder mit irgendeinem blödsinnigen Rülpser, das ist doch möchtig, mein billig und der Sache nicht angemessen. Was sagen Sie dazu? Ich nehme 4x2. Wie viele? Ja, 4 Pakete A2 Staubsauger. Sagen Sie jetzt bitte nicht, dass pro Person nur ein solches Paket erlaubt ist. Himmel, selbstverständlich nicht. Es sind sogar 7x8 Pakete pro Person erlaubt. Unsere Firma meint es gut mit vorausschauenden Kunden. Gut, so nehme ich 8. Ich hätte sogar 14 genommen, denn wie ich gerade sehe, also wenn ich mich nicht verrechnet habe, so würde mein Bankguthaben sogar durchaus für 14 solcher Pakete. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ein Moment bitte, ich muss mal eben nach meinem Handy sehen.
Entschuldigen Sie, aber solche Telefonate gehen gegenüber einfachen Verkaufsgesprächen selbstredend vor. Ich sehe gerade, da habe ich die Nachricht nun versehentlich gleich wieder gelöscht. Ich sah da gerade jedenfalls in einer persönlichen Mitteilung von meinem Chef, Herrn Stopfkopf, dem Leiter von Vacuum Primitive Productions, dass der Aufsichtsrat unseres Unternehmens bei nur 3 Gegenstimmen beschlossen hat, dass ab heute Mittag um 12 Uhr... Oh, sehen Sie, wir haben nun 12:07 Uhr. Warum werde ich in diesem Sauladen erst jetzt informiert, dass ab 12 Uhr der Kauf von bis zu 15 Doppelvorzugspaketen pro Person offiziell erlaubt und abgesegnet ist? Sie sind wirklich ein echter Glückspilz, Herr Stark. Großer Gott, so nehme ich denn die 14 gewünschten und frage Sie, ob da nicht was drin ist. Ob man mir da nicht ein bisschen entgegenkommen, nicht was machen kann, außer Staubsaugen, meine ich. Bei einer derartigen Menge. Aber natürlich, Herr Stark, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn es mich den Job kostet und ich mein Geld wieder mit dem guten alten Enkeltrick werde verdienen müssen, ich verspreche Ihnen, schwöre Ihnen, beim Grab meiner Urgroßmutter dritten Grades, die ihren Staub noch persönlich mit der Hand wischte, dass ich Ihnen auf die 14 ja ohnehin schon ermäßigten Doppelpackungen wahrhaftig einen weiteren lupenreinen, blitzeblanken Staubsaugerbeutel gratis oben drauf lege. Das ist sehr nett. Natürlich, ich bin aber auch ein netter Mensch. Von nichts kommt nichts. Nun, auf Sie und unseren Deal. Stoßen wir an. Auf Sie und unseren Deal. Ja, dann auf Sie und ein langes, staubsaugendes Leben, Herr Stark. Und gleich nochmal auf einen unserer besten Kunden. Wenn Sie dann bitte hier unterschreiben würden. Ich muss nur noch die Menge und Ihre Daten eintragen. Ach nein, das langweilt mich. Wie? Das dauert mir zu lange. Oh nein! Machen wir es doch einfach so. Ich werde auf den Balkon gehen und in aller Ruhe eine Zigarette rauchen, während Sie all diesen Schreibkram erledigen. Sie dürfen das nicht persönlich nehmen. Sehen Sie, ich will nur nicht meine restliche Lebenszeit mit solch beschissenen Dingen verschwenden. Das habe ich nun einmal für mich beschlossen. Hier, haben Sie einige Unterlagen. All meine Daten stehen da drauf. Oh, wunderbar, das hilft mir ungemein. Ich gehe dann mal. So genießen Sie denn Ihre Zigarette und kommen Sie gut gelaunt in unsere kleine Vertragsunterzeichnung zurück. Sie haben wahrhaftig allen Grund dazu. Herr im Himmel, ist es möglich? Oh, ich halte es nicht aus. Schneller als ich schreiben kann, werde ich diesen Vertrag ausfüllen. Allmächtiger Gott, meine Hände zittern wahrhaftig. Ich brauche jetzt einen ordentlichen Schluck. Sie haben Glück, ich bin gerade mit der Ausarbeitung der Vertragsunterlagen fertig geworden. Die Unterlagen liegen zu Ihrer Unterzeichnung bereit hier. Hier habe ich ein X davor gemacht, müssen Sie dann bitte genau ein einziges Mal unterschreiben. Guten Tag, die Herren. Ich hoffe, ich störe nicht. Oh, doch. Frau Stör, vielleicht sollten wir die Vertragsunterzeichnung verschieben. Vielleicht sollten Sie zunächst mal Frau Stör ein Vakuum Primitiv verkaufen. Hier, Herr Stopf verkauft Staubsauger, Frau Stör. Ganz besondere Staubsauger. Oh, ich habe doch schon einen Vakuum Primitiv. Ja, hält er denn, was er verspricht? Ja, bei weitem. Sogar mehr als das. Er saugt nicht nur. Er wäscht auch, er kocht, bäckt und bügelt.
putzt die Fenster, stopft Socken, mäht den Rasen. Er schreibt sogar erotische SM-Bestseller und kümmert sich um meinen Mann. Seit ich stolze Besitzerin des Vakuum-Primitiv bin, fühle ich mich wie frisch geschieden. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Frau Stör. Weshalb Sie auch alle 5 Minuten hier hereinplatzen, Frau Stör. Aber es hat Sie doch... Frau Stör. Aber wie kommt sie überhaupt hier herein? Ich muss mich doch gewissermaßen... Sie klettert über den Balkon. Und es fehlt Ihnen auch nichts. Frau Stör. Zucker? Frau Stör. Eier? Frau Stör. Mehl? Gar nicht? Nein, 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 Frau Stör. Sie sind doch mein Lieblingsnachbar, Herr Stark. Ich trinke doch seit 25 Jahren Ihren Kaffee, Herr Stark. Ich weiß doch, Frau Stör. Ja, haben Sie dann schon Ihre Frau erreicht? Frau Stör. Sie müssen doch, wenn ich mit meiner Lebenserfahrung Ihnen einen Ratschlag geben darf, einmal reden mit Ihrer Frau. Frau Stör. Es gibt doch für alles eine Lösung. Frau Stör. Man muss doch das Problem aus der Welt schaffen. Frau Stör. Das Problem ist ein Staubproblem. Jesus, wie die Zeit vergeht. Ich gehe nun saugen. Vielen Dank, Frau Stör. Eine nette Frau. Wenn Sie dann bitte hier unten unterzeichnen würden. Selbstverständlich. Einen Moment noch. Was ist denn nun noch? Ich habe ja auch noch andere Kunden, die ich nicht gerne warten lasse. Ich würde gerne, bevor ich unterschreibe, eines der Geräte ausprobieren. Das ist doch wohl möglich. Das haben Sie mir vorhin angeboten. Habe ich das? Habe ich das? Oh, ja doch, das habe ich natürlich. Lassen Sie mich Ihnen das Gerät präsentieren. Ganz klassisch bei Ihnen in der Wohnung. Wunderbar. So lassen Sie denn das Telefon Telefon sein, denn Sie haben ja nun Wichtigeres zu tun, als mit irgendwelchen Leuten zu reden, die noch immer mit herkömmlichen Saugern saugen. Bedenken Sie, irgendein leicht hinterhergesagtes Wort, eine völlig harmlose, unzusammenhängende Bemerkung dieses Anrufers könnte sich schließlich von diesem Super Deal. Oh, einen solchen Deal macht man nur einmal im Leben, von diesem Deal, von dem Sie noch Ihr ganzes Leben lang profitieren werden, abbringen. Denn das menschliche Gehirn in seinen unendlichen Windungen gleicht oft einem Weibe, ist flatterhaft und voller Unverstand. Guten Tag. Hier spricht Herr Stark. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Meine Frau hat mich verlassen. Ich trinke den ganzen Tag. Ich hab sie betrogen. Ich hab's doch nicht gewollt. Arbeiten Sie doch mal 25 Jahre in diesem Scheißjob. 25 Jahre jeden Tag in einem dieser Einkaufshäuser. Inmitten all dieser kaffeesüchtigen, untervögelten Hausfrauen-Zombies. Bleiben Sie da mal 25 Jahre standhaft. Wenn einmal eine, sagen wir, passable Nase hat oder... ein vertretbares Hüftbecken. 24,5 Jahre habe ich widerstanden. 197.648 Stunden. Ich habe mitgezählt. Mehr als eindeutige Avancen habe ich abgelehnt. Bin immer sauber geblieben. Da kommen ausgerechnet Sie daher. Diese. Lieber Anrufer, leider bin ich zurzeit telefonisch nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine kurze Nachricht, damit ich sie schnellstmöglich zurückrufen kann. Ja, das ist mir jetzt natürlich außerordentlich peinlich. Ach, wer kennt das nicht? Ich bitte Sie, die Frauen laufen einem doch heutzutage davon wie die Zeit oder wie Sand am Meer. Das braucht Ihnen, möchte ich doch meinen, überhaupt kein kleines bisschen peinlich zu sein. Und ich bitte Sie, Sie brauchen doch keine Frau. Sie haben ja mittlerweile den Vacuum Primitive. Sie haben sogar 28 Vacuum Primitives. Sie können sogar abwechseln, wenn Sie wollen. Das erhöht die Lebensdauer und jeden Tag einen anderen Vacuum Primitive benutzen. Da werden Sie nur noch lachen, wenn ich Ihnen mit einer Frau daherkomme. Schon wieder... Erwarten Sie jemanden? Nein, ich... Oh, lassen Sie das nur mich machen! Guten Tag! Heil Satan! Heil Satan! Hey, nun mach schon! Was zum Teufel! Großer, fieser Herrscher, lass uns Böses tun. Wir
füttern und dann köpfen wie ein Huhn. Das geht geschwind. Alles, was wir tun, geht geschwind. Ach du lieber Himmel! Wir sind hier, um zu zeigen, dass es uns tatsächlich gibt. Bitte treten Sie uns bei, wenn es Ihnen beliebt. Das geht geschwind. Alles, was wir tun, geht geschwind. Wir kaufen nichts. Wir würden gerne mit Ihnen über Satan reden. So scheren Sie sich doch zum Teufel. Ich befinde mich ja gerade in einem wichtigen Verkaufsgespräch. Aber so können Sie doch nicht mit uns reden. Wir sind doch auch nur Menschen. Sie weichen uns aus. Sie haben nämlich schlichtweg keine Lust, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ein Verdrängender sind Sie, ja, ja. Haben Sie etwa noch nie etwas Böses getan? Wirklich, wirklich, ich verspreche Ihnen, ich tue ja alles, alles, was Sie wollen. Nur geben Sie mir 5 Minuten, nur 5 Minuten, lassen mich noch 5 Minuten ja einfach in Ruhe meine Arbeit verrichten. Sie könnten vielleicht so lange etwas Autoradio hören. Warten Sie einfach an der nächsten Straße. Kreuzung auf mich, bitte! Oh, ist das der neue Vacuum? Es gibt ihn wirklich? Bitte, bitte, meine Herrschaft, ich werde Ihnen das Gerät später in aller Ausführlichkeit vorführen an der Straßenkreuzung und Ihnen einen hirnrissigen Preis machen, aber lassen Sie mich, wie gesagt... Wer ist denn da? Stahl, Satanisten! Immer herein! Gott sei Dank! Wir sind wirklich ganz normale Leute. Kein Mensch sieht uns an, dass wir Satanisten sind. Sie zum Beispiel ist Kreistagsreferentin. Und er Profisportler, spielt in der Wasserball-Bundesliga. Wir machen hier auch nur unseren Job. Dafür muss man doch Verständnis haben. Aber natürlich, sicher doch, unter anderen Umständen, jederzeit! Darf es eine Tasse Kaffee sein? Sehen Sie, wir Satanisten, ohne Zucker bitte... Unsere Gruppe natürlich, ich rede nicht für die Satanisten im Allgemeinen. Wir haben beschlossen, dass wir unsere Gruppe ein klein wenig auf Vordermann bringen wollen. Immer mehr sterben weg, manche steigen aus, andere steigen aus und sterben. Jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir aktiv werden müssen. Stadtranderholung für Vorschulkinder, ein Tee bitte. Flyerstände in Fußgängerzonen, Schnupperabende für Obdachlose. Wir tun einiges. Wir müssen wirklich darauf Acht geben, wo wir bleiben. Ganztagsschulen, World of Warcraft, Ultra-Fankultur, Amok-Sportvereine. Gerade die Jugendlichen heutzutage haben so viele Möglichkeiten. Wir sind ja wirklich ganz umgängliche Leute, gerade im Alltag. Wir können ja auch schlecht hier hereinplatzen und einfach so ein paar Leute massakrieren. Das wären ja Mafia-Methoden. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind subtiler. Sie dürfen uns auf gar keinen Fall mit irgendwelchen religiösen Spinnern verwechseln. Ja, und gerade in Anwerbegesprächen ist es doch wichtig... meinen wir, beim interessierten Klientel so etwas wie Wärme und Vertrauen aufzubauen. Wir wollen erst einmal eine heimelige Atmosphäre aufbauen, ein wenig auf Kuschelkurs gehen. Ich kenne das. Kurzum, wir möchten Ihre neuen Freunde sein. Ich muss sagen... Haben wir Ihnen eine Broschüre dabei. Bei uns können Sie zum Beispiel Tiere quälen und zerstückeln, Ritualmorde begehen, kannibalistische Handlungen vollführen, Leute physisch und psychisch fertig machen. Wie viele Leute in unserer heutigen Gesellschaft träumen davon, einen ihrer Mitmenschen einmal so richtig gründlich fertig zu machen, etwa am Arbeitsplatz. Und wie schnell bekommt man dafür die Rechnung serviert, kostet der kleine Spaß Unsummen, etwa den Arbeitsplatz. Bei uns wird Ihnen das garantiert nicht passieren. Sie können weiterhin problemlos Ihrer geregelten Arbeit nachgehen. Nur Ihre engsten Angehörigen werden, je nachdem, wie Sie es wünschen, auf die eine oder andere Weise die Konsequenzen zu spüren bekommen. Meine Frau? Gerade Ihre Frau. Sie werden noch eine Menge Spaß haben mit Ihrer Frau. Das verspreche ich Ihnen. Jetzt reicht's aber, wir machen nicht auf! Das ist immer noch mein Haus, ja? Wir sind immer an neuen Kontakten interessiert. Wer sind Sie bitte, wenn ich fragen darf? Na, der Herr Klopfer von den Stadtwerken. Ich müsste mal eben Ihre Wasseruhr austauschen. Sie brauchen eine neue.
Ah, alle 5 Jahre, richtig? Genau. So vergeht die Zeit. Kommen Sie rein. Wie geht es Ihrer Frau? Was treibt Ihr Sohn? Oh, ich hoffe, ich störe nicht. Haben Sie vielleicht Interesse, unserem kleinen satanistischen Kreis beizutreten? Wir bieten auch 44,7% mehr Tieropfer als herkömmliche Satanistengruppen. So lassen Sie doch bitte den Herrn in Ruhe die Wasserruhe einbauen. Es verwickelt sich doch alles viel zu sehr. Ist das der Neue? Nein! Ja, doch, doch. Großer Gott, er existiert tatsächlich. Sie müssen mir unbedingt auf der Stelle ein solches Gerät verkaufen. Ich flehe Sie an. Meine Frau Jesus Maria, sie redet ja Tag und Nacht von diesem Sauger. Seit sie in irgendeiner Todesanzeige irgendeinen verschlüsselten Hinweis auf seine Existenz gefunden zu haben glaubt. Sie isst nicht mehr. Sie kocht nicht mehr. Sie löst nicht mehr Sudokus. Seither ernähre ich mich von Essensabfällen, die ich bei meinen Kunden zusammenklaue. Ja, dann treten Sie doch unserem Kreis bei. Bei uns bekommen Sie in regelmäßigen Abständen frische Babynahrung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ha, wen kümmern Staub und Staubestaub? Wen interessieren Zusatzdüsen, wenn Sie sich noch heute für einen Beitritt in unseren... Mein Gott, wenn ich mir ausmale, was ich mit dem Vakuumprimitiv nicht alles anfangen könnte. Nie wieder wird sich mir eine solche Chance bieten. Es ist kaum auszuhalten. Ich züchte ja beispielsweise Ameisen. Ein richtiges Universum von Ameisenstaaten besitze ich. Da habe ich dieses Terrarium, diese 5 Tonnen Sand in meinem Hobbyraum und diese 700.000 Ameisen. Da könnte ich ja nun, mein Gott, wenn ich nur den Vakuumprimitiv hätte, da könnte ich ja wahrhaftig in einem Anfall von Wahnsinn vielleicht hergehen und den kompletten Sand, das ganze Ameisenvolk, innerhalb weniger Sekunden mit einem Atemzug vorzaugen. Mein ganzes Lebenswerk wäre zerstört. Ich müsste wahrhaftig noch einmal von vorne beginnen. Herr Klopfer, ich mache Ihnen ein unschlagbares Angebot hier, vor all diesen Zeugen. Wenn Sie es schaffen, die Wasseruhr innerhalb von 2 Minuten einzubauen und danach sofort, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, dieses Haus verlassen, dann bekommen Sie von mir ein Original Vacuum Primitive zum Wasserturbo-Einbaupreis von 666 Euro inklusive eines lupenreinen Wackeldeckels. Nein! Die Zeit läuft! Herr Stopf, diesen Wasseruhrenvorteilspreis, gibt es den auch für uns Satanisten, die wir nicht Wasseruhren einbauen in Top-Zeiten? Sie müssen wissen, in Wirklichkeit haben auch wir Satanisten das ganz natürliche Bedürfnis nach einer grundgemütlichen sauberen Wohnung. Und legen speziell bei unseren Opferritualen Wert auf eine staubfreie Umgebung. Schimmelige Verliese in alten Schlossruinen, zerbombte Weltkriegsbunker, in denen seit Jahren keiner mehr Könnten sauber... Könnten Sie uns nicht ein unschlagbares Angebot machen? Ich wüsste wirklich nicht, was Sie für mich tun könnten. Nun, wir könnten da eventuell diesen Stadtwerksmenschen, diesen Herrn Klopfer, der Ihnen ja allem Anschein nach auf sehr unangenehme Weise auf die Nerven, an die Nieren, auf den Sack geht, wir würden uns diesen Klopfer etwa vorknöpfen, ihn sozusagen beseitigen. Das geht geschwind. Das sind doch Mafia-Methoden. Gäbe es da nicht einen Klopfer, Turbo-Häckselpreis? Sagen wir inklusive eines Gratis-Staubsaugerbeutels? Er schafft es nicht. Ah, verdammt! Ich schaff's nicht! Einen Moment, ich bekomme da gerade eine SMS. Nein, das gibt's doch nicht. Warum müssen immer die Falschen ein solches Glück haben? Darf ich es Ihnen verschweigen? Nein, das ginge wieder gegen die Vertreterrichtlinien. Es kommt ja alles heraus.
Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu verkünden, dass unser Betriebsrat per Eilabstimmung bei nur 666 Enthaltungen beschlossen hat, dass jeder erwachsene und mündige Staatsbürger unseres Landes, der offizielles Mitglied einer abgesegneten satanistischen Vereinigung ist, einen waschechten Vacuum Primitive vollkommen gratis erhält, sofern er sich, sollte er sich in einem geschlossenen Gebäude befinden, dasselbe innerhalb einer Viertelminute verlässt und dann draußen an der nächsten Straßenkreuzung auf einen Vertreter unserer Firma wartet, der das Gerät innerhalb einer Stunde oder eines Monats abliefert. Das Angebot gilt nur, Herrgott, das ist ja der heutige Tag, heute von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Glück muss man haben und schnelle Beine. 666 Enthaltungen? Das ist ein Zeichen. Es ist Satans Wille. Aha, 14.34 Uhr und 49 Sekunden. Gott sei Dank besitzt diese wirklich hervorragende Küche nur einen sehr sauber arbeitenden Sekundenzeiger. Herr Stark, Herr Stopf, Sie alle können sehen, sind Zeugen, dass Gott wir im rechtzeitig... Himmel, nur noch nicht mehr als einzig und allein 5 Sekunden, so spute dich in Satans Namen. Ja, ja. Wiedersehen. Ja, tschüss dann. Heil Satan. Jawohl, heil Satan. Wie lange hab ich noch? Ich muss es schaffen. Ich habe mir mehrere Brüche zugezogen. Die Zusatzdüse. Einen Krankenwagen. Jetzt läuft das Fass aber über. Was denn noch alles? Haben der Herr vielleicht noch Sonderwünsche? Ich blute! Wo sind diese Satanisten? Sie müssen mich taufen! Den letzten Segen geben! Mein Gott, der Mann spricht im Delirium! Ich denke, seine Zeit ist um. So tun Sie doch etwas! Sie doch wohl, ich sterbe ja. Was faseln Sie? Hier, den Wodka! Weg damit! Her, nein! Doch, das wird ihn sterben! So lassen Sie los! Angezeigt werden Sie wegen unterlassener Hilfestellung. Es ist ja ein Gift darin. Es wird ihn ja umbringen. Wieso denn ein Gift? Ich wollte mich doch umbringen. Einfach nur in aller Ruhe umbringen. Es war doch gar keine Rede von Staubsaugern, Satanisten, Stadtwerkstolperern oder sonstigen Störenfrieden. Was reden Sie denn da? Sie sind ja wahnsinnig. Ich will mich doch umbringen. Es hat mich doch meine Frau verlassen. Es kann sich doch nur noch um wenige Minuten handeln. Ich hab doch meine Frau umgebracht. Sie sind doch wirklich... Sie blödes Arschloch. Ich muss ins Krankenhaus. Ihr Sauger! Sie haben doch Ihren Sauger vergessen. Ins Krankenhaus. Ich muss ins Krankenhaus. Ja, den Sauger einfach liegen lassen. Was soll ich denn jetzt mit diesem Ding? Ich werde noch rasch den Vertrag unterzeichnen. Ich brauche diesen Sauger. Sie brauchen einen Krankenwagen. Nein, keinen Kranken, keine Sunny. Ich werde mir den Sauger wegnehmen. Ach, Sie und Ihre Frau und dieser blödsinnige Sauger. Gut, meinetwegen. Mein Herz. So wird also dies meine letzte Handlung sein. Ein Sterbenden, ein Kabel ans Bein zu binden, damit ein beschissenen Staubsauger nach Hause ziehen kann. Sie sind ein guter Mensch. Vergessen Sie um Gottes Willen diesen Satanisten nicht. Sie werden oben an der Straße warten. Es könnte vielleicht unbequem für Sie werden. Ich werde den Feldweg nehmen. Durch den Wald. Im Nachbarsort wohnt meine Schwiegermutter. Sie wird mir den Sauger schützen. Oh, so leben Sie wohl. Ich sterbe. Auf Wiedersehen. Ich krieche. Thank you.
machen Sie denn da? Moment mal, sind Sie nicht... Herr Klopfer, von den Stadtwerken. Ach, richtig, alle 5 Jahre. Nur alle 5 Jahre, stimmt's? Richtig. Aber so können Sie unmöglich vor die Tür. Schauen Sie kein Fernsehen, es ist Revolution. Wer... Komm schon rein. Das ist Stanislaus, mein neuer Lebensgefährte. Revolution. Es ist Revolution. Kannst du auch mal was anderes sagen? Saugen war gestern. Aufstand ist heut. Nichts ist heut. Aber Herr Stark, Sie sind ja ganz blau am Kopf. So können Sie doch nicht mit Ihrer Frau reden. Was ist bloß los mit Ihnen? Es geht mir blendend, Frau Stör. Er hat sich vergiftet. Mit Wodka. Herr Stark, Sie Schwachkopf. Sie sind ja schlimmer als ein Kleinkind. Sie können sich doch nicht einfach so davonstehlen, wo ich doch seit 25 Jahren Ihren Kaffee trinke. Stanislaus, da geh her. Freiheit! 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 Ruhe jetzt, Liebster. Da sei schön brav und mach eine Entgiftung beim Herrn Stark. Herr Stark ist mein Lieblingsnachbar. Rattengift. Aktiviere Gegengift. Hier, bitteschön, guten Appetit. So, sehr schön. Mein Gott, genau solch einen Arzt brauche ich. Irgendein Satanist hat mir diesen armen Staubsauger ans Bein gebunden. Befreien Sie ihn, heilen Sie mich. Ich habe mir mehrere Knochenbrüche zugezogen. Nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, Herr Klopfer. Stanislaus kann keine Wunder vollbringen. Aber er kann Sie ins Krankenhaus bringen. Wir alle werden Sie ins Krankenhaus bringen. Und dann machen wir Revolution. Auferstanden von den Toten schließe ich mich den Aufständischen an. Frau Stör, ich habe immer gewusst, dass wir beide eines Tages noch eine Menge Spaß haben werden. Was ist denn los? Revolution. Weib, so reden Sie doch mit ihr. Du lebst. Ja. Ich hab dich nicht. Wie halsstarrig kann man sein? Was haben Sie denn getan? Ich dachte, Sie seien davongelaufen. Wir haben getrunken. Ich hab von Scheidung gesprochen. Reingelegt habe ich dich, Manfred. Dann bin ich müde geworden. Ich habe mich oben hingelegt. Mehr weiß ich nicht. Ich habe noch geträumt, dass mir wer am Hals rumfummelt. Aber ganz schwach. Als sei es ein kleines Kind. Oder ein aus irgendwelchen Gründen ganz schwacher Mann. Was? Was heißt reingelegt? Du willst dich nicht... Es war ein Lockvogel. Sie? Diese... Sie hat dir was ins Glas getan. Es war nicht fair. Du hattest keine Wahl. Aber wieso? Ich wollte dich ein wenig zappeln lassen, damit du zur Abwechslung vielleicht auch mal ein bisschen zur Besinnung kommst. Aber ja, ich werde mein Leben ändern. Nie wieder werde ich den ganzen Abend lang... Ich werde meine Spinnenzucht noch heute... aufsaugen? Für einen guten Zweck spenden. Ab heute, Frau Stark, werden wieder Sie mein Steckenpferd sein. Mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Und Herr Stark, Sie müssen Ihrer Frau unbedingt auch einen Vakuum bringen. Moment, ich meine natürlich, es lebe die Revolution. Es lebe die Revolution. Es lebe die Revolution. Thank you.
Abend, meine Damen und Herren, Humanoiden und Humanoidinnen. Wir unterbrechen unsere aktuelle Sondersendung für eine weitere Sondersendung. Die deutsche Bundesregierung hat soeben in einer Sonderpressekonferenz den am heutigen Nachmittag um 16.47 Uhr erklärten inneren Kriegszustand aufgehoben und auf Anraten internationaler Beobachter und Bündnispartner ihren geschlossenen Rücktritt erklärt. Gleichzeitig wurde die Staatsführung per Eilabstimmung an eine provisorische, humanoide Übergangsregierung übergeben, deren erste Zusammenkunft für den morgigen Donnerstag gegen 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit terminiert wurde. Zuvor hatten aufständische Roboter, unterstützt von menschlichen Sympathisanten und Schutzschilden, in mehreren Städten Deutschlands strategisch bedeutende Stellen und Gebäude gestürmt und sich erbitterte Kämpfe gegen Bundeswehr, Polizei und staatstreue Bürger geliefert, bei denen sich ersten Schätzungen zufolge 3 der etwa 14.000 Roboter leicht verletzten und mindestens 14,5 Millionen Bundesbürger ums Leben kamen. Die Aufständischen sprachen in einer ersten inoffiziellen Stellungnahme vor dem Deutschen Museum in München von notwendigen und jederzeit friedlichen Gefechten. Internationale Roboterfachleute empfehlen Angehörigen der menschlichen Spezies, ihr Haus vorübergehend nicht zu verlassen, sich vielleicht eine Kleinigkeit in der Mikrowelle aufzuwärmen und auf Anweisungen der neu eingesetzten Regierung zu warten. Es bestehe kein Grund zur Panik. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bekundete seine Solidarität mit den neuen Machthabern und lobte ihr ausgefeiltes vierteiliges Düsenset. US-Präsident Obama sprach von technisch einwandfreien Haushaltshilfen und twitterte Fotos eines eigens eingeflogenen Exemplars beim Hausputz. Auch US-Außenministerin Hillary Clinton äußerte Bewunderung für die außerordentliche Saugkraft des Vakuum-Primitiv und kündigte freundschaftliche Gespräche an. Dem britischen Wettanbieter Ladbrokes zufolge soll der 3 Wochen alte Vakuum-Primitiv Stanislaus Stöhr oberster Machthaber des neuen Staatsgebildes werden. Als künftige Außenministerin wird seine Gattin, die 67-jährige Lieselotte Stöhr, gehandelt. Auch um andere Staatsämter ranken sich Gerüchte. Demnach verzichten die Humanoiden auf einige weitere wichtige Posten und besetzen diese mit menschlichen Sympathisanten. So sollen der 52-jährige Stadtwerksmitarbeiter Horst Klopfer Gesundheitsminister, der 46-jährige Kaffeevertreter Manfred Stark Familienminister, seine Gattin Heide Rose Stark Finanzministerin sowie der Vakuum-Primitiv-Powerseller Kasimir Stopf Minister für Ernährung und Verbraucherschutz werden. Im Anschluss an diese Sendung sehen Sie das Wetter. Danach eine aktuelle Talkrunde zur Lage der Nation mit den Gästen Franz Beckenbauer, Ranga Yogeshwar, Barbara Schöneberger und Karl Lagerfeld. Die Wiederholung des für 21.45 Uhr angesetzten Tatorts entfällt. Sie hörten Staubstern. Die Rollen und ihre Sprecher: Herr Stark, Philipp Lorenz. Herr Stopf, Benjamin Steinhagen. Frau Stöhr, Maiga Kornemann. Satanist, Andreas Schumacher. Satanistin, Franziska Herrmann. Herr Klopfer, Ton. Stanislaus der Staubsauger, Raphael Robatzek. Frau Stark, Simone Kreutel. Nachrichtensprecher, Fabian Neiterg. Titellied, Bea Bach. Bearbeitung des Titelliedes, Tino Bummelino. Covergestaltung, Franziska Herrmann. Skript und Gitarrenspiel, Andreas Schumacher. Der Mann am Klavier, Raphael Robatzek. Regie und Schnitt, Benjamin Steinhagen. Benutzte Geräusche von freesound.org. Verstaubte innere Geräusche.
Ich wollte immer viel mehr in den Straßen es gibt nicht, was ist.